Guten Abend, Freunde. Guten Abend, wie selig jemand denkt. Ne? Da bin ich wieder. Es nässt schon wieder. Also es regnet. Also hier jedenfalls, bei mir hier unten in Zehlendorf. Aber das ist nun mal der April und wir haben es ja noch. April. Was wir sonst noch haben? Ah, Fußball, das war schön, ja. Vier Tore haut der Lewandowski den Madrilenen drin. Ein Feuerwerk der guten Laune, ja. Apropos Fußball, ja, Hoeneß ist kein Thema. Der wechselt jetzt von Bayern München zur JVA München, auch für 6 Millionen und kriegt wahrscheinlich einen 2-Jahres-Vertrag. Ja. Aber ich meine mal, nur so einfach nebenbei gesagt. Ja. Und dann habe ich mir mal, ich war mal auf der Eastside-Galerie, habe mir mal die Kunstwerke, die angeblichen Kunstwerke da angesehen, ja, wo sie mal alle schreien. Da wird alles weggerissen und so weiter, alles Quatsch. Ja. Und die Kunstwerke, die sehen ja wirklich aus wie von einem blinden Künstler unter Wasser mit den Füßen gemalt. Ja. Was da Kunst ist, verstehe ich nicht. Die einzige Kunst, die ich verstehe, ist die, morgen früh wieder die Evergreens Agogo zu moderieren. Aber da geht die Luzi ab, sage ich Ihnen. Ja. 9 Uhr bis 10 Uhr, Radio B2. Ist nur eine Stunde, aber pass auf, eine Stunde, ja. Wir machen noch den großen Rundumschlag. Am 1. Mai, nämlich ganz genau, am 1. Mai außer der Reihe Evergreens Agogo auf Radio B2 von 9 bis 12. Und da hau ich aber rein, aber volles Rohr. Obwohl mir da neulich so ein junger Schnösel mal versucht hat, an die Wade zu Also, wissen Sie, was ich meine, ja? Der tut nach deutschen Eiche ja nicht, wenn sich da heute so die junge Sau dran schubbert. Ich mach so weiter, damit können sie rechnen, mit mir können sie rechnen. Ach was, mit mir müssen sie einfach rechnen. In diesem Sinne, macht's gut, Nachbar. Und rucht nicht im Bettel.